So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses und ihr wisst, was jetzt alle kommt. Das ist der Hannes und guck mal hier, da ist die Shenaya. Nee, Spaß. Die ist nämlich noch gar nicht da, auf die warten wir jetzt am Bahnhof, denn heute ist bei mir Donnerstag. Shenaya kommt, Hannes ist noch da. Hannes geht Freitag, Shenaya bleibt bis zum C-Day. Und weil Donnerstag ist, ihr wisst, Hannes hat mir das schaurig schöne Ticket geschenkt in Pokémon Go. Das heißt, ich krieg jeden Donnerstag eine exklusive Forschung mit diesem Ticket. Was das heute ist, zeigen wir euch gleich. Gleichzeitig hat ja auch das Erntefest begonnen. Ein Event in Pokémon Go. Und da gibt es die Olive auf jeden Fall als neues Pokémon. Hier sitzt ja eins, wir können sie gleich mal fangen. Und es gibt ein paar Sammlerherausforderungen, andere Sachen. Zeigen wir euch jetzt alles. Solange wie wir auf die Shenaya warten, machen wir nämlich mal das. Ne, das sieht deppert aus, das machen wir nicht, doch wir machen es trotzdem. Ich nehme es einfach in die Hand. So, mache ich mich doch hier gar nicht krumm. Wir nehmen es mal in die Hand. Wenn ich hier drauf gehe, sehe ich schon Teil 2 schaurig schönes Ticket. Das ist das vom Hannes. Da steht, fange 2 Pokémon. Fange 4 Pokémon, 6 Pokémon, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Das ist die ganze Aufgabe. Fang 20 Pokémon. Du kriegst überall den Kürbis raus, der jetzt hier in seinen verschiedenen Größen wieder vorhanden ist, den es mal mit Kostüm gab, dann ohne Kostüm, der noch sehr selten ist, ohne Kostüm den Shiny zu bekommen. Du kriegst 5000 EP, du kriegst ein Grasmodul hinterhergeworfen. Das alles dank Hannes, danke dafür. Dann bei meiner Meisterballstudie bin ich jetzt bei 31 von 60 Raids, das dauert noch. Bei der Sammlerherausforderung mit Irbis müsst ihr hier also alle 4 Irbisformen fangen, die auch alle einmal entwickeln in ihrer entsprechenden Größe. Dann gibt es wieder ein Grasmodul. Die werde ich sicherlich durch das schaurig schöne Ticket fertig machen können. Und eine Sammlerherausforderung mit Olini, was ihr auch einmal fangt und dann zweimal entwickeln müsst. Und dann kriegt ihr nochmal ein Grasmodul. Das war's. Ansonsten steht hier natürlich auch, wie lange das ganze Ding da ist. Und jetzt ist es auch noch weg. Hannes, es ist weg. Jetzt wollte ich sagen, hier sitzt nämlich eins. Das drückt man jetzt mal an und fangen das. Und jetzt ist gar keins mehr da. Egal. Dann können wir ja mal den Kürbis andrücken. Suchen uns ein paar Olini. Die momentan, glaube ich, sogar im Showcase sind. Die ihr wieder in die Showcases setzen könnt. Wo denn? Hier? Hannes hat gerade einen Impagator gefunden. Guck mal, Irbis ist für mich auch neuer Pokédex-Eintrag. Jetzt muss ich mal schauen, in welche Richtung du bist. Ein Stück davor gelaufen. Wir laufen mal ein Stück dahin. Da ist beim Hannes gerade was aufgeplatzt. Hoffe ich. Das müsste Richtung Park sein. Wir laufen dahin. Ihr werdet gleich sehen, was es ist. Das finde ich nämlich richtig cool. Wenn es bei mir auch kommt. Ansonsten keine Ahnung, wo Hannes wieder rumrennt im Sitzen. Hier diese Lilminip, die könnte ich theoretisch auch fangen. Obwohl, bei denen weiß ich gar nicht, ob ich die schon im Pokédex habe oder nicht. Aber wir müssen ja sowieso 22 Pokémon fangen. Da ist jedes nutzbar. Was ich wieder cool finde, dass ihr bei den wilden Pokémon gerade auch in der Nearby-Liste immer wieder dieses Symbol dran habt, wo ihr dann wisst, dass ihr das für eine für die Sammlerherausforderung braucht. Wenn ihr genau noch eine Größe habt, die euch fehlt. Ich fliehe jetzt extra, weil ich will das Teil sehen, was Hannes hat. Und es ist nicht da, es ist nicht da. Hannes? Vielleicht ist es Hannes sein Buddy, aber da müsste ja mein Buddy auch hier. Da ist es! Ein Impagator mit 1293. Den müssen wir jetzt mal fangen. Dafür stellen wir euch jetzt mal hier drauf. So. Das ist jetzt wichtig. Der muss drin bleiben. Hinten noch der Bus. Das war erstmal daneben geworfen. Das ist schade. In der Zwischenzeit ist die Shenaya bestimmt da. Er kriegt nochmal eine gelbe Beere. Ich darf keine gelben Bälle benutzen. Die Hyperbälle brauche ich alle für den C-Day mit Praktibalk, der am Wochenende ist. 1, 2. Und er ist drin. Perfekt. Impagator mitgenommen, ist kein neuer Pokédex-Eintrag gewesen, aber immer cool, sowas wild zu fangen. 15, 15, 11, hat sogar recht gute Stats. So, ich fange weiter Pokémon. Ich werde einen Olini noch reinschneiden und dann werden wir die ganzen Sachen abholen und entwickeln und machen und tun. Das alles in diesem Video.
So, wir haben ein Lilminip gefunden. Ein Olini. Ich drück mal drauf auf das Olini. Es sieht ja richtig schön aus. Und da ich ja Bonbons brauche, um das zu entwickeln, versuche ich jetzt auch bei jedem Olini gelbe Beeren zu verwenden. Das ist natürlich logisch. Es gibt ja dann gleich 6 Stück. Ihr braucht ja wieder 125 oder so. Das ist der Pokédex-Eintrag. Das sieht richtig nett aus. Das ist toll. Bewerten wir es auch gleich mal. 6 Bonbons. So, sieht aus wie eine Treppe. 5, 7 und noch einen anderen Wert haben wir auch dabei. Den Rest fange ich jetzt hier auch weg für die komische Aufgabe. Hier ist ein Raid, aber den seht ihr in einem anderen Video. Da seht ihr Hannes. Da seht ihr Shenaya, die angekommen ist, die ihr aber auch in dem anderen Video seht. Da seht ihr die Arena. Das ist hier die, das Hauptportal von der Kaserne. Steht, man muss ja nur auf die Arena draufdrücken, dann siehst du doch, was es heißt. So, da sind wir zurück. Wenn ihr wüsstet, was wir gemacht haben, denn das ist der Hannes. Ne? Guck mal, Hannes. Grüß euch. Grüezi. Da ist die Shenaya. Moin. Wir haben jetzt hier in unserer Challenge Bier-Tasting verrückten Sack-Location eine halbe Stunde Lokmodul-Session gemacht. Für, weiß ich nicht, einfach nur als Video, dass wir mal so zusammengesessen haben, haben eine Dose Faxe Red Erre getrunken, Red, haben das so gemacht, haben nebenbei ein bisschen Moosmodul gemacht, haben Oliven gefarmt in Pokémon Go, dann haben wir ein bisschen getauscht auch, damit man für die Aufgabe jetzt auch die Bonbons zusammenbekommt, dass man das Olive entwickeln kann. Hannes hat jetzt mal vorbereitet, hat mir glaube ich eine Tauschanfrage nochmal geschickt, wie wir jetzt da gesessen haben und jede Olive, die wir gekriegt haben, haben wir getauscht direkt aus dem Moosmodul, denn die Moosmodule halten ja 2 Stunden, haben wir gemacht. Mit Shenaya habe ich getauscht, mit Hannes habe ich getauscht, mit Shenaya habe ich getauscht, mit Hannes habe ich getauscht. Ist sogar ein Lucky Ball rumgekommen, das können wir euch gleich zeigen. So haben wir das gemacht und das sind Vibes, das ist so Feeling wie damals, zu Anfangszeiten. Du musstest fangen, um die Bonbons zusammenzusparen. Du hast getauscht, damit du Bonbons kriegst. Du hast verschickt, damit du Bonbons kriegst. Jetzt neues Pokémon da, neuer Eintrag, alles. Wir können mal zeigen, kurz bei Olini. Das, warte, wir wollen jetzt das andere zeigen. Das ist auch aus dem Tausch gekommen, das fand ich voll cool, denn es hat 15.015. Aber das ist richtig krass, denn das ist ein 98er Lucky vom Hannes gewesen. Das entwickle ich jetzt durch, denn das ist ja bei dieser Sammelherausforderung drin, dass du Olini komplett durchentwickeln sollst. Beide Sachen bekommst. 124 Bonbons bräuchtest du, 25 für das erste, 100 für das zweite. Aber wenn du das erste zum zweiten entwickelst, kriegst du wieder ein Bonbon geschenkt. Also brauchst du nicht 125, sondern nur 124 effektiv. Haben wir jetzt hier, das heißt Olivinio, also wie Olive und Wein oder was. Jetzt entwickeln wir es nochmal weiter, dann wird es nämlich ein Olivenbaum. Wir haben auch schön Irbis gefarmt, habe ich auch schön. Naya hat mir Irbis gegeben, 2 Stück in verschiedenen Größen. Hannes hat mir Irbis gegeben, 2 Stück in verschiedenen Größen, weil das ja auch bei der Entwicklungsaufgabe dabei ist. Ich selber kann auch noch meine Irbis abholen. Ihr seht hier schon wieder den nächsten Pokédex-Eintrag. Dieser Olivenbaum sieht eigentlich sogar richtig cool aus. Olitena, okay. Kann ich direkt verschicken, ne? Nein, wie hoch kommt der eigentlich auf? 3337. Du bist eine schöne Ausnahme. Ich glaube, den behalte ich erstmal trotzdem. Ist ein 98er, ist ein neues Pokémon, sieht ganz cool aus. Den werde ich meinem Community-Tab auch so posten. Irbis, genau, jetzt muss ich hier reingucken. Irbis müssen wir ja auch entwickeln. Wir haben hier ein normales Irbis. Ihr bräuchtet 200 Bonbons, um das zu entwickeln. Wer will da 200 Bonbons farmen und dann entwickeln und braucht dann nochmal 200, dann nochmal 200, dann nochmal 200? Das ist auch hier Pokédex-Eintrag für mich. Danke an Shenaya, weil das ist nämlich auf ihr Mist gewachsen gerade. Der Pump Gin, seht ihr hier, Pokédex registriert. Das ist die normale Größe. Der Fortschritt steht unten dabei. Dann habt ihr hier die XS-Größe, was das kleinere davon ist. Das müsst ihr auch entwickeln für diese Sammelherausforderung. Und die 2 fetten großen habe ich vom Hannes bekommen. Die werden wir auch gleich durchentwickeln. Haben wir alle hier jetzt gefangen in einer halben Stunde Lokmodul-Session, die wir komplett aufgenommen haben für euch als Video.
Da steht XL dran, das passt, das kann ich jetzt auch hier entwickeln. Halbe Stunde Lokmodul-Session komplett aufgenommen für euch als Video, featuring Red, Eric, Faxe, das kommt auch irgendwann mal online. Ansonsten ist das jetzt hier der Rest vom Schützenfest. Wir haben noch ausgetrunken, jetzt noch die Sachen entwickelt und joa, bei uns steht noch Wrestling an. Jetzt steht hier 7 von 8, das ist das XXL, das sieht am besten aus, am krassesten aus. Der Hustenreiz kommt auch gleich wieder raus, es ist einfach so schlimm. Da hilft aber ein Schluck trinken, ne, Claudio? Immer mal einen Schluck trinken damit. Der Prost, ne? Hallo, hallo Shinaya, hallo Pumji. War zu langsam, aber einfach trinken und nicht viel reden, damit das so... So, guck mal, Bürde Poltergeist, das klingt doch auch fett. Wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir also, wir haben hier die Sammler-Herausforderung von Irbis fertig, kriegen 2500 Staub, ein Moos-Lock-Modul, das wie gesagt 2 Stunden hält, statt einer halben Stunde. Dasselbe mit Olini, kriegst auch nochmal 2500 Staub, Erfahrungspunkte, noch ein Moos-Lock-Modul. Sind schon 4 Stunden, die sie euch da schenken. Finde ich cool. Und hier, das ist vom schaurig schönen Ticket Teil 2, was Hannes mir geschenkt hat. Da sind überall jetzt Irbis drin. Mal gucken, ist da ein großes drin, ist da ein kleines drin, ist da gar nichts drin. Merkt euch die WP, die sind jetzt wichtig. Wir haben 500, 6 große, wir haben 525. Denn hier kann man auf die WP achten. Je höher die nämlich jetzt sind, desto krasser wird das. Wo ist das jetzt hin? 513. 513 ist weniger als 525, da ist es also schlecht. Ich schaff's einfach nicht hier, jetzt bleibt doch drin. Sau Bazi. Ich habe eh noch eine Aufgabe eigentlich, dass ich Bären füttern muss. Jetzt schließt sie erstmal was ab, von 9 auf 10, okay. Jetzt reagiert das Handy wieder nicht, okay. Das ist wunderbar. Jetzt reagiert es jetzt 10 auf 11. Was hängst du denn so hinterher? Pass auf, jetzt es ist plötzlich drin. Ich habe es gar nicht gefangen. 512. Machen wir mal mit Himbeere, dann wird es wahrscheinlich mit dem Fang besser klappen. So, großartig, zurück. Passt, ist drin. Nächstes. Himbeere, 516. Zack, Beere gefüttert. Curven, großartig, passt, zurück. So arbeitet ihr euch da durch. Ihr euch 525, ich glaube, so viel hat er das erste, was dann bis jetzt wohl das Beste sein wird. Wieder großartig, wir gehen wieder zurück, da wird wieder was aktualisiert. Haben wir eins über 530, da ist ein riesiges mit 507. Ich hatte eins mit 530. Ich will gar nicht wissen, ob das gut oder schlecht war. Ich will gucken, ob da ein Shiny irgendwo drin ist. Hier ist das zweite riesige mit 531. Das ist bis jetzt also das Beste. Haben wir noch eins, was höher ist? Es sind noch ein paar übrig hier. Es hängt schon wieder. Es hängt. Jetzt bin ich rausgegangen. Wo ist es denn jetzt? Hängt es immer noch oder was? Ist das jetzt weg? Hat sich das in Luft aufgelöst? Es hängt. Wir drücken einfach auf die anderen Aufgaben auch noch drauf. Wir gehen zurück, wir gehen wieder rein. Immer wenn ich das abhole, immer wenn ich das dritte von unten abhole, hängt's. Dann aber werde ich so lange mal das 531er, um zu gucken, ob das gut war. 15, 15, 12, also alles über 531 ist ein Brecher. Ein Verbrecher, wir holen mal das in der Mitte ab. Geht auch nicht. Weißt du ja was, wir starten einfach das Spiel neu. Oh. Schaurig schönes Ticket auf jeden Fall. Ja. In der Zeit kann man ja noch mal einen Schluck nehmen. Da die Shinaya, die trinkt nämlich schon wieder heimlich aus der Dose. Ja, da kann man ja mal den Buddy Body wieder. Das habe ich gar nicht berührt. Ach, jetzt ist es in der M. Zehner Olive. Fang die Olive. Ich glaube, die habe ich schon gefangen gerade. Die WP10? WP10 nicht. Henry hat die Freundschaftsstufe erhöht. Was war da denn los? Funktioniert es jetzt? Ich habe 3 zum Abholen. Die ist bei mir auch. Es holt was ab. Mit? Riesig. 510. Wir brauchen über 535. So. Eigentlich müsste man das schön zusammencutten, dass das schön fruchtig wird. Aber wir müssen ja zeigen, wie verbuggt alles ist. Also müssen wir es ja auch drin lassen. Was für Probleme man hier hat, wenn man Videos macht. Wie gaggelig das ist. Denn nur gaggelige der Videos Wahrheit. Macht, kann zeigen, was in Wirklichkeit passiert. Die gaggelige Wahrheit. Jetzt. 2 sind es, glaube ich, noch. Hier ist auch noch mal ein riesiges drin mit 520.
Die ersten waren also einfach nur gechillt und die letzten sind alle garantiert riesig mit dem Ticket. Also ihr könnt euch für 5 Euro einen Showcase-Bonuser kaufen, weil ihr garantiert große Fette bekommt aus diesem schaurig schönen Ticket Teil 2. Ja, jetzt ging die Belohnung nicht abholen, hat es auch wieder gehangen. Das kann alles aber auch ein bisschen am Internet liegen. 519. Das heißt, wir wissen ja schon, es ist ein riesiges, aber 531 war auf jeden Fall das Beste. Wir drehen nochmal. Ich muss mich immer noch vorbereiten auf den Sea Day. Ich würde sagen, das war es jetzt von meiner Seite aus, weil die sind alle drin. Das andere haben wir alles gemacht. Gibt nichts mehr zu machen. Meisterballstudie läuft immer noch weiter. Immer noch einen Monat, bis ich meinen Meisterball hier rauskriege, weil ich ja jeden Tag nur einen Raid mache. Und ja, alle anderen Infos zum Erntefestival seht ihr ja sowieso im Heute-Tab. Das war es von meiner Seite aus. Das ist der Hannes. Fürz euch. Der Furz, der Furz, das ist die Genaya. Und die hat immer noch hier ihren Bierbauerbeutel. Ne? Das ist eine sehr olivenartige Farbe. Ja. Die leuchtet ja richtig. Olive. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und bleibt gesund, weniger Husten für die Welt, mehr Brot. So. Tschüss.